Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag eine Palette mit Plastikteilen in Neustadt im Vogtland, Ortsteil Siebenhitz, in Brand geraten. Das entzündete Material lagerte auf dem Hof einer Recyclingfirma an der Siebenhitzer Straße. Die Feuerwehren wurden gegen 18 Uhr alarmiert zum Brand hier in dem Recyclinghof oder Recyclinglager in Neustadt, Ortsteil Siebenhitz. Wir haben vorgefunden in Brand an der Seite der Halle, der auf den Dachstuhl übergegriffen hatte und sich auf das Palettenlager ausgeweitet hat. Schnell entwickelte sich der Brand weiter. Für die Feuerwehr bedeutete dies extrem schnelles Handeln. Die entsprechenden ersten Kräfte haben eine stabile Wasserversorgung aufgebaut, sodass wir also hier den glücklichen Umstand, dass wir hier über 7000 Liter in der Minute Wasser fördern konnten, sodass der Brand im Hallenbereich und auch an der Rand der Halle relativ schnell unter Kontrolle war. Gleichzeitig wurden veranlasst durch uns über die Messleitwagen, die hier stationiert sind, dass entsprechende Messungen gemacht wurden mit der Rauchfahne. Diese war weithin sichtbar und hatte in der unmittelbaren Nachbarschaft für eine erhebliche Geruchsbelästigung gesorgt. Auch durch das Umweltamt des Vogtlandkreises wurden sofort Messungen durchgeführt. Die Mitarbeiter gaben jedoch Entwarnung. Es ist zum Glück kein PVC hier liegend, es sind auch keine Polyurethane hier liegend, in gewisser Menge Aminoplaste, sodass wir in Brandgasen auch nur ganz, ganz geringe Mengen an nitrosen Gasen gefunden hatten, die aber in den Nachbarorten bereits schon nicht mehr bei unseren ständigen Messungen nachgewiesen werden konnten. Wir haben trotzdem in Nachbarorten die Polizei ausrufen lassen und auch über Vogtlandradio, dass Fenster und Türen geschlossen bleiben sollen und die Leute die Häuser möglichst nicht verlassen sollen. Brandgase sind nie gesundheitsfördernd. Für die Feuerwehr ging jedoch die Arbeit weiter. Alle auf dem Hof gelagerten Paletten mussten einzeln gelöscht und untersucht werden. Ein Hubschrauber der sächsischen Polizei lieferte den Einsatzkräften wichtige Daten und Luftbilder für die optimale Brandbekämpfung. Für die Besatzung stellte sich das Bild so dar. Inzwischen haben die Ermittler der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Südwestsachsen ihre Arbeit aufgenommen. Der Schaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf mehr als 50.000 Euro. Ebenso wird das Umweltamt weiter vor Ort sein und den Einsatz verfolgen. Der Messtrupp ist seit Beginn des Brandes im Einsatz und der Messtrupp ist auch noch vor Ort. Und wir werden jetzt warten, wo Entzündungen, wo Brandnester sind, wo was sich entzündet, wieder, dass dann Messungen gemacht werden, wenn der Bedarf besteht oder wenn Plastorten gefunden werden, von denen wir jetzt nichts gewusst haben. Im Endeffekt werden wir dann noch ein Wogners Problem der Wasserproben, weil die ganzen Löschwasser ja in Teichen oder in Becken gesammelt werden und die müssen untersucht werden, ob sie anders als Sonderabfall entsorgt werden müssen. Insgesamt waren über 150 Feuerwehrleute von 11 Wehren im Einsatz. Sie konnten im Laufe der Nacht den Brand endgültig löschen.